Dann darf ich Sie herzlich willkommen heißen zum Thema Webinar Business Continuity am Shopfloor und im Service mit Datenbrillen und digitalen Assistenzsystemen. Dazu darf ich sehr, sehr herzlich den Christian Kittel und den Hannes Walter von Evolaris begrüßen. Freut mich, dass ihr heute da mit dabei seid und uns ein bisschen die Thematik einführt und uns konkrete Anwendungsbeispiele gibt. Ihr habt ihr schon gesehen, dass der Hannes sei Datenbriller aufhat und uns dann sicher was zeigen wird, was Spannendes. Und wenn es irgendwie Fragen gibt, dann, also kurz einmal zur Agenda natürlich, geplant ist einmal so ein Big Picture, einen Überblick zu geben über Mixed Reality und Datenbrillen. Dann gibt es Anwendungsbeispiele, Use Cases, Lösungsansätze werden präsentiert. Live-Demos gibt es, die wird der Hannes Walter uns präsentieren. Und ganz zum Schluss haben wir wieder geplant, eben so Fragen und Antworten, wo so eine Podiumsdiskussion möglich ist. Wie schon gesagt, bitte ganz, ganz wichtig, die Mikrofone auf Stumm schalten, die Kamera aus und die Fragen bitte rechts daneben, können Sie das Chat-Symbol einschalten und da die Fragen reinstellen. Und dafür, für den Chat, wird die Veneta Ingruber, meine Kollegin, zuständig sein und mir diese Fragen dann auch übermitteln. Und ich denke noch an zum Schluss an Christian Kipp und Hannes Walter. Wenn es technische Fragen gibt, wird Christina Henrich für euch zur Verfügung stehen. Schreiben, sonst ist ihre Kontaktadresse von ihr drinnen. Sie anrufen, wenn das Mikro nicht funktioniert oder die Kamera. Bitte, bitte. Und danke, dass ihr dafür zur Verfügung steht, Christina und Veneta. Ganz kurz zur Person, der Christian Kittel ist seit der Gründung im Jahr 2000 für das Unternehmen Evolaris tätig und war von 2009 bis jetzt 2020 Geschäftsführer und ist jetzt nunmehr Konsulent. Er besitzt einen Abschluss in Telematik von der TU und hat Betriebswirtschaft promoviert an der Karl-Franzens-Universität und ist Autor von über 50 Publikationen. Der Hannes Walter ist ebenso bei der Evolaris tätig, hat ein Studium im Mediendesign, für Mediendesign gemacht, hat einen Webshop für 3D gedruckte Design-Unikate, ist seit 2011 beim Unternehmen dabei und unterstützt das Unternehmen bezugnehmend auf Mixed Reality-Lösungen. Ja, es freut mich, dass ihr beide mit dabei seid und ich würde auch voll gerne schon gleich das Wort an Christian übergeben. Vielen Dank, Romana. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich werde beginnen mit einer kurzen Einführung zum Thema Datenbrillen und Übersicht über Use Cases. Mein Kollege, der Hannes Walter, wird es dann weitermachen. Und dazu werde ich versuchen, gleich mal einen Bildschirm zu scheren. So, ich hoffe, Sie sehen das jetzt. Ich habe ein kurzes Feedback bekommen, ob das funktioniert. Na, ich nehme auf. Ja, Ja, wunderbar. Dankeschön. Gut, ja, beginnen, wie gesagt, möchte ich damit kurz zu erklären. Das ist zwar etwas basic, aber ist natürlich nicht allen vertraut. Was sind Datenbrillen? Was sind so Eckdaten und wofür kann man sie einsetzen? Im Wesentlichen sind Datenbrillen also Geräte, die man am Kopf trägt und die Informationen im Sichtfeld einblenden können, und zwar in unterschiedlichsten Varianten. Sie sehen da schon drei verschiedene Brillen auf diesem Bild. In der Mitte eine der bekannteren und ersten Versionen von der Google Glass, mit einem sehr kleinen Display. Auf der linken Seite eine Skibrille mit integriertem Display und auf der rechten Seite ein ja, eher martialisch anmutendes Modell, ein früheres, das mit binokularen Display ausgestattet ist. Wofür kann man diese Datenbrillen verwenden? Im ersten, also hauptsächlich dafür, dass man Hands-Free Operation durchführen kann. Das heißt, man kann Informationen einblenden, ohne dass man dazu das Smartphone mit einer Hand halten muss und dann sozusagen dorthin sehen muss, sondern man kann wirklich zum Beispiel im Bereich Wartung und Instandsetzung mit beiden Händen arbeiten und gleichzeitig trotzdem die relevante Information im Gesichtsfeld haben. Man unterscheidet dabei im Wesentlichen sogenannte Optical See-Through und Video See-Through Displays. Auf der linken Seite, so wie sie bei der Google Glass im Einsatz sind,
durchsichtige Displays, wo man zusätzlich zu der Umgebung eben Informationen überlagert sehen kann. Und auf der rechten Seite Videodisplays, die eben nicht durchsichtig sind, wo man in Anführungszeichen nur das Video am Display sehen kann. Und diese Displays können dann monookular oder binokular sein. Das heißt, entweder wird die Information nur auf einem Auge eingeblendet, teilweise ist es dann auch wechselbar. Also man kann auf der Brille dann links oder rechts die Information einspielen. Oder man hat eben ein Stereo-Display, wo man wirklich auf beiden Augen Informationen einblenden kann. Und das ermöglicht dann auch eine 3D-Visualisierung, indem man zum Beispiel stereoskopische Informationen einblendet. Was ich vergessen habe am Anfang noch, falls Sie irgendwelche Zwischenfragen stellen wollen, bitte das einfach in den Chat schreiben. Wir werden dann versuchen, das unmittelbar live zu beantworten. Ich oder mein Kollege, der Hannes Walter, je nachdem, wer gerade sozusagen besser die Möglichkeit hat. Hinsichtlich der Steuerung von solchen Datenbrillen gibt es auch unterschiedlichste Varianten. Es gibt Brillen mit Touchpads, die eben direkt an der Brille ein Touchpad haben. Da wird mein Kollege dann ein bisschen was noch dazu sagen zu den Datenbrillen. Dann gibt es die Möglichkeit der Sprachsteuerung. Das heißt, man braucht auch mit der Hand dann nicht an das Display zu greifen oder an die Brille zu greifen, sondern man kann einfach Befehle geben. Dann gibt es Gestensteuerung, wie etwa bei der Microsoft HoloLens, die ich dann noch kurz zeige, wo man ja einfach durch Handgesten in der Regel Interaktionen auslöst und Brille steuern kann. Dann gibt es Gaze Steering oder Blicksteuerung. Das heißt, da wird wirklich detektiert, in welche Richtung blickt die Person und abhängig davon werden bestimmte Informationen eingespielt. Und schließlich gibt es eben die Möglichkeit, über einen externen Controller oder über ein Smartphone die Brille zu steuern. Manche der Brillen haben eben fix angeschlossenes, über Kabel angeschlossenes Device, einen Controller dabei, wo dann auch der Akku drinnen ist und über diesen Controller kann man die Brille steuern oder eben auch zum Beispiel über Smartphone, das über Bluetooth verbunden ist. Und auch noch zur Begriffsunterscheidung, was sehr oft verwechselt wird, sind die Begriffe Virtual Reality, Augmented Reality und Mixed Reality. Dadurch die drei Affen visualisiert. Im Bereich der Augmented Reality ist es so, dass eben zur physischen Umgebung, also zur Umgebung, die reale Welt bildet, digitaler Content angezeigt wird, darüber gelegt wird. Das heißt, er ist verbunden mit der physischen Welt. Bei der Mixed Reality werden 3D-Inhalte oder Hologramme darüber gelegt und sozusagen geankert, das heißt auf Positionen in der realen Welt bezogen. Und bei der virtuellen Reality habe ich eine vollständig immersive dreidimensionale Welt, in die ich begebe, wo ich dann die Umgebung gar nicht mehr wahrnehme, sondern da ist sozusagen vollflächig mein Sichtfeld eingehüllt in eine computergenerierte Umgebung. Und ich kann mich da drinnen dann virtuell bewegen. Wir setzen bei unseren Lösungen, die dann kommen, eigentlich Augmented Reality, beziehungsweise wir bezeichnen es als Augmented Vision ein. Das heißt, es wird Information zur realen Situation eingespielt, die aber nicht wirklich verbunden ist mit einem realen Objekt, sondern die eben sozusagen kontextabhängig eingespielt wird, aber wo es eben keine Referenzen in der realen Welt im Sinn von der Positionsangabe gibt. In Bezug auf die Datenbrillen gibt es unterschiedliche Faktoren, die User Experience beeinflussen. Ein wesentlicher Punkt ist natürlich das Display mit dem Blickfeld und der Auflösung. Wenn Personen das erste Mal Datenbrillen aufsetzen, dann sind sie oft überrascht hinsichtlich, gerade bei Datenbrillen wie der Google Glass oder bei anderen Datenbrillen wie der Microsoft HoloLens, dass das Sichtfeld eigentlich relativ eingeschränkt ist. Das heißt, oft ist die Erwartung, dass man 180 Grad Sichtfeld hat, wo Informationen eingespielt werden. In Wirklichkeit bei Augmented Reality ist es so, dass
viele Brillen nur zwischen 15 und 30 Grad sozusagen Sichtwinkel haben, in der Informationen eingespielt werden. Und sozusagen trotzdem kann das ausreichend sein und in vielen Fällen ist es ausreichend, um einfach die relevanten Informationen zur aktuellen Situation darzustellen. Ein zweiter wesentlicher Faktor ist die Akkuleistung. Wie lange ist die Laufzeit? Gerade bei Videoübertragung sind die Batterien von diesen Datenbrillen, die in der Regel auch relativ klein sind, schnell aufgebraucht. Und da haben die Hersteller unterschiedliche Strategien, um damit umzugehen. Es gibt Hot-Swappable-Akkus, das heißt, man kann Akkus im Betrieb tauschen. Oder es gibt eben externe Akkumulatoren, die über Kabel angebunden sind und so die Leistung sozusagen erhöhen. Generell ein wichtiger Punkt ist halt das Gewicht. Es gibt sehr leichte Brillen, die 170 Gramm haben, wie Google Glass, und es gibt deutlich schwerere, wie die Microsoft HoloLens, die rund 566 Gramm hat, die durchaus sozusagen beim längeren Betrieb und am Kopf ja, anstrengend zu tragen sind über längeren Zeitraum. Personalisierbarkeit, das heißt, ist es möglich, dass Sie zum Beispiel das Display vom linken aufs rechte Auge wechsle? Solche Möglichkeiten sind wichtig. Dann generell natürlich Datenschutz und Privatsphäre. Üblicherweise haben diese Datenbrillen eingebaute Kameras. Und natürlich ist ein wesentlicher Punkt, wie reagieren Personen darauf, wenn so eine Datenbrille mit eingebauter Kamera getragen wird. Es gibt zum Beispiel LEDs, die anzeigen, wenn eben die Kamera aktiv ist. Beziehungsweise gibt es immer softwaretechnische Maßnahmen, die man dann setzen kann. Etwa, dass man Gesichter, die ins Blickfeld kommen und von der Kamera erfasst werden, verpixelt automatisiert. Das hat eben sehr viel mit der sozialen Akzeptanz zu tun. Je martialischer so ein Gerät ausschaut, umso schwieriger ist es natürlich. Aber in bestimmten, vor allem industriellen Umgebungen, kann es notwendig sein, dass ich zum Beispiel explosionsgeschützte und sichere Brille trage, dass die durchaus ein bisschen schwerer ist und damit industrietauglich als wie Consumer Device. Last but not least, der Preis bewegt sich zwischen wenigen 100 € bis zu 3.500 € etwa bei einer Microsoft HoloLens. Das ist eine recht große Preisspanne. Es gibt auch noch wesentlich teurere Geräte, etwa von Dacry, einen Helm, der ja, zunächst 50.000 € gekostet hat, dann in mehreren Stufen begünstigt wurde, aber immer noch sehr teuer ist. Also da gibt es größten Unterschiede im Bereich des Pricings und je nach Anwendungsfall muss man sich überlegen, ist es dann gerechtfertigt für den Use Case. Woraus besteht so eine Datenbrille? Im Wesentlichen natürlich einmal aus dem Display, das eben Informationen einblenden kann mit einem entsprechenden Betriebssystem versehenes Speicher, Akku und Prozessor. Dann gibt es in der Regel Schnittstellen, USB, Wi-Fi und Bluetooth zur Anbindung von externen Geräten, insbesondere Smartphones oder Steuergeräten. Die Kamera habe ich vorher schon erwähnt, wichtiger entsprechender Lautsprecher und ein Mikrofon, dass man sich ja unterhalten kann mit dem Gegenüber, wo eben der entsprechende Einsatz, Fall das erfordert. Dann gibt es eben oft ein Touchfeld an der Brille, wo man eben die Brille steuern kann. Lichtsensoren, teilweise auch Tiefensensoren, wie zum Beispiel bei der Microsoft HoloLens, die so einen Time-of-Flight-Sensor hat, um Tiefeninformationen abrufen zu können. Verschiedene Sensoren wie Bewegungs- und Beschleunigungssensoren, sodass man sie bei Brillen, die eben etwa Virtual Reality ermöglichen, im Raum vermessen kann, wo schaut die Person hin, wohin bewegt sie den Kopf und gegebenenfalls noch einen externen Speicher. Zwei Beispiele für Brillen. Mein Kollege wird dann noch weitere vorstellen. Die Vuzix M300 XL hat Connectivity Bluetooth, Wi-Fi, USB, Micro. Und eine Laufzeit ungefähr von 2 bis 12 Stunden sieht man schon, das geht sehr weit auseinander. 2 Stunden bei durchgehend eingeschalteter Video-Option, Entschuldigung, 12 Stunden beim sparsameren Betrieb.
Ermöglicht Fotos mit der Auflösung von 16 Megapixel zu machen, hat ein Widescreen-Display 16 zu 9 und kann Videos mit 1080p Auflösung aufnehmen. Das ist eine Brille, die monookulares Display auf der rechten Seite in diesem Fall hat. Demgegenüber die Microsoft HoloLens, die jetzt in der zweiten Version vorliegt, aktuell einen Qualcomm Snapdragon Prozessor besitzt und die hat eben ein Display, das vollflächig über den Augen ist, wo Auflösung ungefähr 2K angegeben wird, mit einem relativ großen Akku, 16.500 Milliwattstunden. Trotzdem eben auch hier eine beschränkte Laufzeit von 2 bis 3 Stunden. Was in der neuen Version verbessert wurde, ist die Fotoauflösung mit 8 Megapixel, beziehungsweise Videos auch hier mit 1080p 30, also 30 Frames per Second möglich. Diese Brillen, wie gesagt, dienen für Mixed Reality oder Virtual Reality bei der HoloLens, beziehungsweise bei der vorher gezeigten für Augmented Vision beziehungsweise Augmented Reality. Und dafür, also die kann man dann einsetzen, um sogenannte digitale Assistenzsysteme zu realisieren. Unter digitalen Assistenzsystemen verstehen wir Geräte und Systeme, die es eben ermöglichen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen. Das ist ganz wichtig. Also es soll nicht eine Steuerung sein oder gar Ersatz, sondern es ist eine Unterstützung für den Mitarbeiter, für die Mitarbeiterin bei der Erledigung der Tätigkeiten, die eben so effizient folgen sollen wie möglich. Und wenn ich da zum Beispiel beide Hände frei habe und Informationen eingeblendet bekommen kann, beziehungsweise mich zum Beispiel mit einem Backend-Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin verbinden kann, um Informationen abzurufen und zu erfragen, dann kann das einfach wesentlich zur Effizienzsteigerung beitragen. Und insbesondere in der jetzigen Situation, wo wir eben diese Covid-Lockdowns hatten, ist es oft so, dass Personen vom Homeoffice aus arbeiten und das klassische Backoffice vielleicht in der Firma nicht besetzt ist oder dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht vor Ort sein können. Und dann ist es besonders effizient, eben diese Mitarbeiter remote anzuleiten. Da wird mein Kollege dann eben eine entsprechende Live-Demo noch geben. Ich möchte zu diesen digitalen Assistenzsystemen kurz ein paar Worte über ein großes Leitprojekt erzählen, das wir für die Forschungsförderungsgesellschaft oder mit Unterstützung der Forschungsförderungsgesellschaft durchführen. Das nennt sie Leitprojekt Mensch-Maschine-Assistenzsystem, also Assistenzsysteme in der Produktion. Läuft seit Mai 2017, war ursprünglich geplant für 36 Monate, ist wegen der aktuellen Situation jetzt bis Ende des Jahres verlängert worden. Ist ein recht großes Projekt mit 25 Partnern, 10 Wissenschaftspartnern und 15 Firmenpartnern. Und in diesem Projekt nutzen Firmen wie Siemens, Plasmo oder die AVL digitale Assistenzsysteme, in dem Fall eben ein Live Video Remote Support System für verschiedene Einsatzfälle. Da werde ich dann kurz für diese drei Unternehmen Beispiele für die Use Cases, die wir da ausprobieren, erzählen. Im Wesentlichen schaut es da so aus in diesem Projekt. Wir haben eine relativ komplexe Systemarchitektur. In der Mitte grün sind verschiedene sogenannte Assistenz-Units. Und diese Assistenz-Units sind einzelne kleine Assistenz-Einheiten, die eben zum Beispiel ermöglichen, mit einem externen Experten oder mit einem Backend-Experten Kontakt aufzunehmen via Datenbrillen. Oder das könnten auch in dem Fall Roboter sein. Ja. Also es geht also nicht nur um Live-Video-Remote-Support-Systeme, sondern auch physische Assistenz-Units sein, wie Roboter. Und diese wiederum werden über sogenanntes Integration-Backend zusammengefasst zu einem gesamten Assistenz-System. Dieses System hat eben dann Anbindungen an andere Systeme, Anbindungsmöglichkeiten an SAP etc., also große ERP-Systeme von Unternehmen, um zum Beispiel effizientes User-Management betreiben zu können. Das heißt, dass ich die User nur einmal erfassen muss und dann für alle Assistenz-Units
Zugang habe, beziehungsweise entsprechende Datenlogging, Security-Maßnahmen etc. werden alle zentral gesteuert. Und im Rahmen von diesem MMSIS-Projekt probieren wir eben und entwickeln wir auch ein System, das wir Evocall nennen, das wir dann noch im Detail sehen werden. Dieses Evocall-System ermöglicht eben Live-Video- und Audioübertragung remote, sodass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter remote sie mit dem Backend verbinden kann. Und ganz konkret in diesem MMSIS-Projekt setzt es etwa Siemens dazu ein, um Trafo-Reparaturen remote durchzuführen. Gerade bei 1,5 Wochen hat mir ein Kollege von der Siemens angerufen, die führen jetzt Wartung und eine Reparatur bei einem Trafo in Brooklyn durch. Durch die Situation kann niemand rüberfliegen, aber mit der entsprechenden Unterstützung, sprich mit der Anleitung durch Datenbrillen, wird es möglich, eben aus der Zentrale, wo eben die Expertise in Weiz für diese Trafos ist, Leute anzuleiten und die Reparatur effizient durchführen zu können. Ein anderes Beispiel, die Firma Plasmo ist auch Teil dieses MMSIS-Konsortiums. Plasmo stellt Schweißsysteme her, vertreibt die und insbesondere im Automotive-Bereich und hat dementsprechend Kunden in Übersee, in Japan, in Amerika. Und dort werden Kolleginnen und Kollegen einerseits sozusagen angeleitet bei der Installation oder bei der Einschulung von neuen Systemen. Und auf der anderen Seite soll in Zukunft da Consulting über diese Datenbrillen geleistet werden. Sprich, man kann gemeinsam mit dem Kunden die Systeme durch die Kamera betrachten. Man sieht sozusagen im Backend live, was der Kunde vor Ort sieht und kann ihn dann dabei unterstützen, Optimierungsmaßnahmen vorzunehmen. Hürden gibt es natürlich auch in dem Zusammenhang, insbesondere bei größeren, etwa Kunden im Automotive-Bereich, hat Plasma uns berichtet, dass es immer wieder ein Problem ist, mit den Datenbrillen überhaupt in die Umgebung des Kunden reinzukommen, weil natürlich mit der Kamera Aufzeichnungsmöglichkeiten bestehen. Also das sind Hürden, die man natürlich berücksichtigen muss. Das gilt jetzt nicht nur für Datenbrillen, sondern auch für Smartphones oder für normale Kameras. Aber letztendlich hat uns Plasma gesagt, bei einigen der Kunden haben sie gesehen, die sehen schon, dass der Vorteil überwiegt, das Risiko, das existiert. Und wenn man entsprechend NDAs abschließt und Vereinbarungen, dann lassen auch immer mehr Kunden die Datenbrillen in ihren Räumlichkeiten zu. Zusätzlich im Bereich Datenschutz, habe ich vorher schon erwähnt, ist ein wichtiger Punkt, dass man eben Personen, die keine Informed Consent geben, also man kann natürlich nicht jeden, der durchs Bild läuft, immer um Einwilligung bitten, dass er sozusagen aufgezeichnet oder aufgenommen werden darf. Und dafür können automatisiert zum Beispiel die Gesichter verpixelt werden, sodass aus datenschutzrechtlicher Sicht hier die Problematik reduziert wird. Zu dem System selbst wird dann mein Kollege noch mehr sagen. Ein Beispiel möchte ich noch bringen, wo wir es auch gerade erproben, nämlich im Gesundheitsbereich. Es gibt ein weiteres, ein größeres Projekt, nennt sich Cooperation for Healthcare. Und da setzen wir dieses Video Remote Support System auch für den Gesundheitsbereich ein, wo wir Kolleginnen und Kollegen sozusagen unterstützen im Gesundheitsbereich, sodass sie etwa bei einer Operation zuschauen und Anleitungen geben können oder im Bereich der Pflege, wo eben Belegsärzte, die zu einer Operation in einer Privatklinik kommen und dann wieder zurück müssen an ihre übliche Arbeitsstätte, dann trotzdem mit den Patientinnen und Patienten in Kontakt bleiben können und dementsprechend bessere Informationen und lebhafteres Bild bekommen, wie es den Patientinnen und Patienten wirklich ist. Und an der Stelle möchte ich übergeben an den Hannes Walter, meinen Kollegen. Wie gesagt, für Fragen stehen wir jetzt und im Anschluss zur Verfügung, jetzt gleich per Chat und ansonsten freuen wir uns im Anschluss noch. Danke inzwischen. Und, ja. Danke, Christian, und hallo von meiner Seite.
Wir haben jetzt ein entsprechendes Echo drauf. Ich habe das Freigeben beendet. So. So, Sie sollten meine Folien sehen. Noch einmal kurz, Hannes Walter. Ich war eben schon länger für die Evolaris tätig und kurz zum Hintergrund. Die Evolaris wurde mit 1. Oktober letzten Jahres zu 100% von der Kapsch Business Com gekauft und übernommen. Das heißt, ich habe jetzt eine Doppelrolle. Zum einen bin ich weiterhin innerhalb der Evolaris zuständig für das Thema EvoCall und EvoAssist Plattform und generell für die Kapsch auch im Bereich Smart Assistance generell. Da ganz kurz der Überblick, warum hat die Kapsch die Evolaris gekauft? Die Kapsch sieht sich als End-to-End-Digitalisierungspartner, das heißt von Sensorik über Retrofitting von Maschinen, Connectivity, IoT-Plattformen. Es gibt eine eigene Truppe, die sich um Analytics und KI beschäftigt und da entsprechende Lösungen anbietet und eben auch dann ein entsprechendes Portfolio im Bereich digitale Assistenzsysteme. Und hier passt die Lösung EvoCall bzw. die ganze EvoAssist-Plattform als ein Baustein natürlich perfekt rein. Und daher auch der Grund, warum sich die Kapsch entsprechend zu 100% bei der Evolaris beteiligt hat. Aus diesem Kontext heraus entsteht eben, wie schon angedeutet, eine gesamte Smart Assistance Suite innerhalb der Kapsch mit mehreren Bausteinen, die flexibel für die Kunden kombiniert und integriert werden können. Das Ziel ist immer, entsprechend Servicetechniker am Shopfloor oder draußen im Feld bestmöglich mit den notwendigen Informationen zu versorgen. Wie der Christian schon erwähnt hat, Datendrillen haben hier natürlich den Riesenvorteil, dass die Personen gleichzeitig die Hände frei haben, Informationen im Display eingeblendet bekommen und zum Beispiel über Sprachsteuerung, wie mit dieser Brille, die ich dann noch live präsentieren werde, mit dieser Information interagieren können, entsprechend ihre Tätigkeit dokumentieren können oder eben gezielt Informationen vom Server zum Beispiel angezeigt oder geladen werden. Wenn man das noch als andere Darstellung sieht, also es gibt eine entsprechende Digitalisierungskette innerhalb der Kapsch und hier gibt es ein gesamtes Lösungsportfolio für den Bereich digitale Assistenzsysteme. Zum Beispiel gibt es auch eine Beteiligung am Unternehmen Workheld. Das ist eine mobile Instandhaltungs- und Servicelösung. Das heißt, der Arbeitsvorbereiter, der Planer, Dispatcher kann bequem vom PC aus Aufträge anlegen, vorbereiten und dann direkt aufs Tablet und in weiterer Folge auch auf die Datenbrille des entsprechenden Servicetechnikers oder Instandhalters pushen. Und der sieht dann immer, wo muss ich wann was tun. Das ist die Idee dieses ersten Bausteines. Das nächste Baustein ist dann entsprechend die Schritt-für-Schritt-Unterstützung, wenn das notwendig ist. Das heißt, wenn es so ein komplexer Arbeitsauftrag ist, dass der Mitarbeiter auch die Info braucht, wie ist das Schritt-für-Schritt abzuarbeiten, dann gibt es den Baustein EvoDocs, auch sehr stark mit Datenbrillen, wo das auch dokumentiert werden kann, die Tätigkeit als Fotos und Videos. Und darauf basierend entstehen wieder Arbeitsunterlagen und entsprechende Trainings on the Job und dergleichen. Wenn der Mitarbeiter am Shopfloor oder im Feld mit dem Arbeitsauftrag, mit dem digitalen, auf seinem Tablet oder Smartphone aus der Workheld plus den Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder den Checklisten auf der Datenbrille aus der EvoDocs heraus dennoch nicht zurande kommt, dann kann er eben über den Live-Video-Support direkt aus diesen Lösungen heraus einen Support-Call mit der entsprechend richtigen Person auslösen. Das heißt, wir können in der Plattform hinterlegen, wer für diese Anlage oder für diesen Auftrag zuständig ist und automatisch kann dann der entsprechende Techniker diese Person über das Smartphone, das Tablet oder über die Datenbrille kontaktieren. In Anbetracht der Zeit und weil ich Ihnen
auch noch möglichst eine intensive und gute Live-Demo geben möchte, werde ich hier relativ rasch drüber gehen. Also eben die Workheld-Lösung besteht im Grunde aus zwei Komponenten. Die Planungsebene im Web, wo der Arbeitsvorbereiter das Ganze eben entsprechend planen kann, per Drag-and-Drop Werkzeuge zuweisen kann, Mitarbeiter zuweisen kann, den Ort zuweisen kann und das dann entsprechend aufs Tablet oder auf das mobile Endgerät vom Techniker pushen kann. Und der hat somit alle Informationen dabei und der kann wiederum komplette Berichte und Mängel rückdokumentieren und so schließt sich dieser Dokumentationskreis, der bislang eben sehr oft ein Problem ist. Ich glaube, die Folien werden im Anschluss ohnehin noch geteilt. Das heißt, hier sehen Sie dann auch die wichtigsten Feature-Bausteine innerhalb der Workheld-Lösung, wenn das für Sie interessant ist, zum Beispiel für die interne Instandhaltung oder Wartung oder auch in Richtung Service und Kundendienst, wenn Sie hier entsprechend die Aufträge digital verwalten wollen. Hier ein sehr schönes Referenzprojekt, das in der letzten Woche abgeschlossen wurde für die Firma Messer Gase, die die gesamte Instandhaltung und den Kundendienst in Zukunft über Workheld abbilden werden. Vielleicht, wenn das interessant ist, auch noch der Verweis auf ein Webinar von mir und dem Gründer von der Workheld, dem Benjamin Schwärzler, nächsten Dienstag, den 12.05. zwischen 10 und 11. Das heißt, hier einfach anmelden und gerne Detailinfos dazu auch abholen. Der zweite Baustein eben EvoCall, auf den ich etwas näher eingehen werde. Die Grundidee ist natürlich ein Live-Video-Support von einem Experten, der Geräte unabhängig entweder von seinem PC aus oder auch von seinen mobilen Endgeräten aus, egal wo er ist, einen entsprechenden Servicetechniker unterstützen kann. Und der Servicetechniker kann wiederum unterschiedlichste Datenbrillenmodelle verwenden oder wenn eben keine Datenbrille vorhanden ist, auch über das Smartphone oder über das Tablet einen entsprechenden Live-Call aufbauen, damit der Experte live mitschauen kann, was der Techniker vor Ort sieht, was die Situation ist, um dann bestmöglich zu unterstützen. Wir unterstützen grundsätzlich zwei Geräteanbieter, die Realware mit der HMT1. Das ist dieses Gerät, das ich hier drauf habe. HMT steht für Head Mounted Tablet, hat den Hintergrund, dieses Gerät sitzt nicht auf der Nase, deswegen verwende ich es sehr gern, weil ich schon eine Brille trage. Oder natürlich auch, wenn man Schutzbrillen tragen muss, dann ist dieses Gerät sehr gut geeignet, weil ich hier das Display wegklappen kann und nicht noch eine zusätzliche Brille, Datenbrille in dem Fall, auf der Nase sitzt. Da gibt es auch unterschiedliche Konfigurationen. Man kann das in einen Bauhelm integrieren oder in so eine sogenannte Pump Cap, ein bisschen verstärktere Baseballkappe. Das Gerät ist IP66 geschützt, stoßfest, gibt es auch als explosionsgeschützte Variante. Das heißt, das ist wirklich ein Industriegerät, deswegen verwenden wir es sehr, sehr gern. Ist, wie gesagt, nur sprachgesteuert. Das heißt, ich habe zwei Tasten zum Ein- und Ausschalten und zum Umschalten der Sprache. Das werde ich dann in der Live-Demo noch näher herzeigen. Das zweite Gerät, die Vuzix M300 XL oder M400 ist das neueste Modell, ist vom Formfaktor her wirklich eine Brille. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Trägersysteme, um das auch mit einer optischen Brille zu kombinieren oder eben auch mit einer Schutzbrille. Die Brille wird gesteuert über entweder Tasten, die hier an der Oberseite sind, oder über das Touchpad, beziehungsweise dem neuesten Modell, der M400, auch alternativ über Sprachsteuerung. Bei der Sprachsteuerung ist natürlich das Noise Cancelling, beziehungsweise das Umgebungsgeräusch Set sehr wichtig. Diese Brille, die HMT1, hat ein ausgezeichnetes Noise Cancelling, das heißt bis 90 Dezibel gibt es eigentlich gar keine Probleme, zum einen beim Sprechen, das heißt, was die Brille versteht und umgekehrt auch, was ich als Techniker und als User verstehe über die integrierten Lautsprecher. Und ansonsten gibt es hier auch eine 3,5 mm Klinken
Schnittstelle für Headsets, beziehungsweise auch über Bluetooth kann man zum Beispiel Noise Cancelling Headsets kombinieren. Das grundsätzliche Feature-Set, kurz erklärt, eben das Live-Bild und das Feedback-Bild, das der Experte dann sehr einfach entsprechend erstellen und auf die Datenbrille zurückschicken kann. Aber das ist nur ein Überblick für Sie in den Folien. Das werden wir uns dann in der Live-Demo gerne im Detail anschauen. Hey, Schatzi. Ja, Capsch entwickelt eben diese Systeme generell als Assistenzsysteme, um diese möglichst tief in die Businessprozesse zu integrieren, unserer Kunden, weil dann bieten sie den besten Mehrwert bis hin zur besten Wertschöpfung, wenn das Ganze auch als Premium After Sales Lösung zum Beispiel an ihre Kunden weiter verkauft wird, so wie es die Firma Balfinger macht. Das heißt, da ist Evocall komplett gebrandet als Palfinger Smart Eye Lösung. Und Palfinger bietet es entsprechend deren Kunden an. Also komplette White Label Lösung. Details finden Sie auch, oder im Video finden Sie auch in diesem YouTube-Link, wie Palfinger das entsprechend auf dem Markt platziert. Der Use Case ist ja auch oft, dass irgendwo auf der Welt ein Kunde oder ein Techniker Support braucht. Hier bieten wir entsprechende Transportkoffer mit allen Adaptoren, die man sich wünschen kann. Das heißt, der Koffer wird hingeschickt, der User schaltet die Brille ein, die App wird automatisch gestartet, er loggt sich über den QR-Code ein und kann sofort supported werden und unterstützt werden über die Datenbrille. Dafür ist die Connectivity auch ein wichtiger Faktor. Da verwendet man entweder das Firmen-WLAN, dafür muss die Brille natürlich entsprechend konfiguriert werden, oder man macht auf dem Smartphone einen Hotspot auf, oder jetzt seit kurzem gibt es auch ein entsprechendes GSM-WLAN-Modem. Das heißt, hier steckt man die SIM-Karte rein, steckt das kleine Modem direkt an die Brille an und hat somit automatisch weltweit Connectivity und kann Support leisten. Typische Einsatzszenarien, da springe ich auch drüber. Ich glaube, Sie wissen, wo der Schuh drückt, um die Geschäftstätigkeit in diesen Zeiten möglichst ungestört fortführen zu können. Noch ein paar Referenzen, da verweise ich auch noch auf die Videos, die es dazu gibt. Und werde jetzt vielleicht noch ganz kurz die Brille herzeigen, werde dann das Live-Bild von mir deaktivieren, damit die Kamera nicht belegt ist, sonst kommt mein Rechner da durcheinander, weil ich die Brille vor allem spiegeln werde. Bei der HMT ist das eben der sogenannte Boomarm, hier ist das Display frei schwenkbar und auch die Kamera, die ich freischwenken kann. Ich kann bei der Brille das Ganze mit einem Handgriff auch aufs linke Auge rübergeben, wenn das notwendig und sinnvoll ist, wenn ich zum Beispiel rechts eine so starke Fehlsichtigkeit habe, dann kann ich das entsprechend rüberschwenken. Hier hinten, wie erwähnt, der 3,5 mm Klinkenstecker. Es gibt einen USB-C-Schnellladestecker, einen Wechselakku, der hot swappable ist. Und ich habe die Brille jetzt angesteckt, damit Sie eben live meine Demo mitverfolgen können. Das heißt, ich werde so mal kurz hier beenden und meine Kamera deaktivieren. Und wieder teilen. Das heißt, ich habe die Präsentation deaktiviert und Sie sehen hier die Web-Oberfläche von Evocall. Das heißt, das Ganze läuft für den Experten auch im Browser. Sie brauchen nichts installieren. Und ich werde hier aufgerufen, mich entsprechend einzuloggen. Und bin jetzt auf der
EvoCall-Plattform, sehe hier, dass kein zweiter User online ist. Das heißt, das sind meine Kollegen, die offline sind. Das heißt, ich kann jetzt einen Call planen und eine entsprechende Notifikation an den Servicetechniker oder den Instandhalter schicken, wann ich Zeit habe und wann ich Support geben möchte. Oder ich logge mich jetzt auf der Datenbrille ein. Das heißt, ich habe, wie gesagt, die Datenbrille angesteckt, damit Sie auch auf der Datenbrille live mitschauen können, was ich im Display sehe. So, das ist die Datenbrillensicht. Und ich starte jetzt mal das Programm EvoCall auf der Datenbrille. My Programs. EvoCall. Sie sehen schon, über die Sprachbefehle kann ich ganz einfach mit der Datenbrille interagieren. Die Sprachsteuerung funktioniert ausgezeichnet. In derzeit 15 unterschiedlichen Sprachen hardwareseitig. Und EvoCall unterstützt Deutsch, Englisch, Französisch und Mandarin aktuell. Mein User, den ich hier verwende, der Evo Mustermann, ist so konfiguriert, dass ich automatisch mich einlogge, wenn ich die App starte. Das heißt, hier sieht man umgekehrt, für den Experten ist der Evo Mustermann jetzt auch online gegangen und kann sofort angerufen werden, indem ich hier auf Call gehe. Ich kann dieser Session schon einen entsprechenden Namen geben, damit ich das in der Call History dann einfach wiederfinde. Das könnte zum Beispiel auch eine Ticketnummer sein, nachdem das eine von uns entwickelte Plattform ist mit entsprechenden REST-APIs. Können wir alle Datenpunkte natürlich auch entsprechend in Ihre Systeme integrieren und anbinden, zum Beispiel an Ihr Ticketing-System, damit es automatisch integriert wird, oder auch die ganze Call-History kann entsprechend dann auf Ihre Server abgelegt werden. Ich starte hier den Call und sehe gleichzeitig auf der Datenbrille kommt der Call hinein, Accept Call, den ich einfach mit Sprachsteuerung annehme. Ich deaktiviere jetzt entsprechend auch das Mikro und den Lautsprecher, weil ich natürlich jetzt beide Rollen habe und eine entsprechende Rückkopplung hätte. Und jetzt ist der Live-Call schon gestartet. Jetzt geht natürlich meine Datenverbindung ein bisschen in die Knie, weil ich eine dreifache Spiegelung habe. Zum einen von der Datenbrille auf dieses Hilfsprogramm, dann das Ganze über EvoCall und dann noch über Webex zu Ihnen. Und entsprechend stockt es jetzt natürlich ein bisschen. Aber ich möchte Ihnen die Grundfeatures zeigen und Details können wir gerne in einer One-on-One Live-Session machen, damit Sie eine gute Experience haben, wie das Ganze wirklich dann live funktioniert. Das heißt, hier sehen Sie schon das Live-Bild und der Experte kann aus diesem Live-Bild jederzeit einen Screenshot ziehen und dann hier ganz intuitiv und einfach annotieren in unterschiedlichen Farben und Strichstärken und entsprechend die Infos auf die Datenbrille zurückschicken. Und das sieht der Servicetechniker. Das heißt, wenn ich umschalte auf das Bild in der Brille, ist das jetzt schon dieses entsprechende Feedback-Bild. Das Servicetechnik kann aber jederzeit auch wieder aufs Live-Bild zurückschalten, wenn er möchte. Aber das relevante Bild ist dann meistens natürlich dieses Feedback-Bild, das er vom Experten bekommt, weil man ist ja gleichzeitig auch über Audio verbunden. Ich habe auch noch die Möglichkeit, wenn ich hier zum Beispiel die Präsentation noch einmal aufmache und hier irgendeinen Screen rausnehme und einen Screenshot ziehe. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel als Experte auf Ihrem Rechner einen Schaltplan oder Informationen haben, die relevant sind für einen Techniker vor Ort, können Sie das ganz einfach in die Zwischenablage reinkopieren und per Ctrl-V auch in dieses Fenster reinholen und auch hier entsprechend weiter annotieren und das Ganze zurückschicken. Sie haben auch die Möglichkeit, einen bewussten Bild-Upload zu machen von Ihrem PC. Und die vierte Möglichkeit, Support zu geben, ist auch der Live-Pointer. Das heißt, wenn ich den aktiviere und im Live-Bild mit meinem Mausrad
Cursor herumfahre, dann sieht das der Servicetechniker auch live in seiner Datenbrille und ich kann so dann live Dinge markieren. Wir haben auch einen Chat-Kanal integriert. Das heißt, wenn es aus zum Beispiel sprachlichen Gründen, wenn die Leute nicht dieselbe Muttersprache sprechen, da sprachliche Hürden gibt, kann man auch auf den Textkanal ausweichen. Das heißt, wenn ich hier umschalte, dann sehe ich auch in der Datenbrille die Textnachricht, kann hier auch per Speech-to-Text antworten. Evocall Respond. Evocall Respond. Need more information. Und gleichzeitig landet es hier auch schon wieder im Chatfenster des Experten. Ich lege hier mal kurz auf und unterbreche dann Call, damit Sie dann in der Session History sehen, wie das Ganze ankommt. Das heißt, hier sehe ich dann all meine Calls. Der Admin-User sieht alle Calls, die über den Mandanten stattgefunden haben und habe hier auch die gesamte Session History. Das heißt, die Chat-Nachrichten, die Feedback-Bilder und optional kann man natürlich die ganze Session auch als Video aufzeichnen. Diese Inhalte sind dann wiederum natürlich perfekte Inhalte für das Industrial Knowledge Management, das heißt diese Assistenzplattform, weil hier werden zum Beispiel selten stattfindende Reparaturprozesse per Fotos und Videos dokumentiert und das sind natürlich perfekte Inhalte für neue Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die sich gegebenenfalls noch nicht so gut auskennen oder diesen Reparaturprozess noch nie durchgeführt haben. Das heißt, aus der Intelligenz der Plattform kann ich dann gezielt genau die sinnvolle und notwendige Reparaturanleitung zur Verfügung stellen. Ich bin hier als Admin-User drinnen, das heißt, ich kann hier auch all meine User verwalten, kann User-Gruppen definieren, kann damit definieren, wer wen supporten darf, wer wen sehen darf. Wenn Sie zum Beispiel das Tool nicht nur intern verwenden möchten, sondern auch Ihren Kunden gegenüber bereitstellen möchten, dann können Sie hier die unterschiedlichen Kunden in unterschiedliche Gruppen ablegen, sodass sich die Kunden untereinander nicht sehen. Das ist hier der Sinn dahinter. Ich starte nochmal einen Call. Accept Call. Das heißt, Sie sehen da schon... in den Homeoffice-Garten, der hier nochmal und Sie können schon mich verfolgen beziehungsweise mich live unterstützen in meiner Tätigkeiten und könnten mir zum Beispiel jetzt remote Anleitung geben, welchen Stecker ich hier verwenden soll. Wie gesagt, bitte schauen Sie jetzt nicht auf die Bildqualität, nachdem dieses Signal dreifach gespiegelt ist. Alles, was ich hier vorzeige, läuft auch über meinen mobilen Hotspot. Das heißt, Sie sehen, mein Handy-Hotspot ist meine Connectivity, die ich dafür verwende. Das heißt, auch mit relativ schlechter Datenverbindung, egal wo auf der Welt, kann der Servicetechniker über Evocall entsprechend supported werden. Gut, ich glaube, für den ersten Eindruck, oder ich hoffe, für den ersten Eindruck haben Sie mal einen Überblick bekommen, was mit Evocall möglich ist. Beziehungsweise generell mit den digitalen Assistenzsystemen von der Kapsch und freue mich jetzt natürlich auf Ihre Fragen beziehungsweise dann auch auf entsprechende Folgegespräche. Spitze, dann sage ich euch sehr danke einmal für die spannende Einführung. Ich gebe mal gleich mal kurz mein Bildschirm frei, dann sehen wir die Kontaktdaten von euch zwar. Das heißt, wenn Fragen sind, bitte einfach jederzeit gerne den Christian Kitt oder den Hannes Walter einfach anschreiben, kontaktieren oder auf die Homepage gehen. Und jetzt bitte Sie um Fragen jederzeit, sehr, sehr gerne. Eine Frage gibt, wie ist denn das... Christian, zu deiner Präsentation am Anfang. Wird an der Erweiterung des Sichtfelds gearbeitet? 180 Grad wären sehr wünschenswert.
Ja, das ist natürlich bei allen Herstellern sozusagen ziemlich hoch auf der Agenda, dass man versucht, das Display zu verbessern. Generell hat sich da in den letzten Jahren auch einiges getan. Das heißt, die Auflösungen werden immer besser. Etwa jetzt bei der HoloLens ist man von 1400 auf 2000 Pixel gekommen in der neuen Version. Das heißt, da tut sich schon relativ viel. Aber es ist nicht zu erwarten, dass in nächstes Jahr, in sehr kurzer Zeit, wirklich ein vollflächiges Sichtfeld gegeben sein wird. Dauert noch ein bisschen, aber für viele Anwendungen reicht ein Sichtfeld mit, sagen wir mal, 30 Grad Auflösung bereits aus, um die relevanten Informationen einblenden zu können. Sehr oft möchte man ja die reale Umwelt trotzdem noch und muss man trotzdem noch wahrnehmen, entweder aus Sicherheitsgründen oder eben um auf entsprechende Situationen schnell reagieren zu können. Und dementsprechend eine vollflächige Ausleuchtung des Sichtfelds mit Zusatzinformationen, wie es bei Virtual Reality Datenbrillen der Fall ist, wird man wahrscheinlich noch einige Zeit länger warten müssen. Sehe aber für viele Anwendungsfälle jetzt nicht als entscheidende Hürde an. Ja, stimmt, okay. Eine Frage habe ich auch noch. Wie ist denn das mit der Datenbrille? Kann es ja jeder tragen? Gibt es da Einschränkungen? Gibt es Leute, was Augenprobleme haben, zum Beispiel, die ja die 3D-Brillen nicht wirklich tragen können, weil sie das nicht sehen und reflektieren können? Gibt es da auch Probleme oder ist es da anders? Also eine Einschränkung ist sicher gegeben bei manchen Brillen, wo man selbst schon Brillenträger ist. Viele der aktuellen Brillen, so wie es der Hannes jetzt hat demonstriert, funktionieren auch über bereits getragenen Brillen, aber manche eben auch nicht. Da gibt es dann in der Regel geschliffene Gläser, die man einsetzen kann in die Brillen, dann fix. Dann sind die Brillen aber an eine bestimmte Person gebunden. In Hinblick auf das Vertragen von Virtual Reality Brillen hat es ja relativ viel getan, insbesondere mit dem Oculus-Modell. Das große Problem bei diesen Virtual Reality Devices ist in der Regel, dass die Bilder verzögert reagieren auf eine Bewegung des Kopfes. Und Studien haben eben gezeigt, wenn diese Verzögerung kleiner wie 20 Millisekunden ist, das heißt, wenn die Brillen schnell genug rechnen, und das Bild sozusagen schnell genug der Kopfbewegung nachführen, dann tritt dieser Effekt viel seltener auf. Und aktuelle Brillen sind da jetzt schon relativ gut. Insbesondere hat da eben die Oculus Rift, die erste Version, schon Pionierarbeit geleistet. Und bei vielen Brillen sozusagen ist dieser Effekt jetzt nicht mehr gegeben. Natürlich ist durch die trotzdem noch beschränkte Auflösung, dass man eben verpixelte Bilder vor dem Auge sieht, auch noch störend, aber auch das wird immer besser durch die höheren Auflösungen. Eine Frage von Thomas Lang. Ist es möglich, mehrere Personen zusammenzuschalten, zum Beispiel wenn zwei Experten von unterschiedlichen Standorten gleichzeitig einen Servicetechniker unterstützen? Wie schaut es denn da aus? Wir bereiten gerade ein Major Update auf die Version 3 von Evocall vor. Das heißt, die ist ab Juli verfügbar und ab dann gibt es auch entsprechende Conference Calls, sodass mehrere Kunden sich einloggen können in den Livestream des Datenbrillenträgers. Die weitere Frage, die im Chat ist zum Thema, warum Google die Google Glass eingestellt hat. Ursprünglich wurde die Google Glass also One Size Fits All Device positioniert. Das heißt, das ist für den Endkonsumenten, der kann das für alle möglichen Anwendungsfälle nutzen. Und sehr schnell hat man gesehen, dass Datenbrillen dafür eigentlich noch nicht wirklich geeignet sind. Und Microsoft hat das mit der HoloLens ja relativ schnell erkannt und hat die nur für den Businessbereich positioniert. Und genauso machen das eigentlich die anderen großen Hersteller, also die HMD ist ein klares Industriedevice oder auch die Vuzix-Geräte. Das heißt, die sind spezialisiert auf Anwendung im professionellen Bereich. Bei Google war es dann auch so, bei dieser Google Glass, dass die Personen, die dann in Amerika die getragen haben in der Öffentlichkeit, sehr schnell als sogenannte Glassholes bezeichnet wurden, weil man nicht wusste, nehmen die ständig mit der Kamera Daten auf und senden die das ins Internet.
Hat mich ein bisschen erinnert an die Situation, wie die ersten Mobiltelefone rauskommen sind, wo jeder, der ein Smartphone hatte, als Dandy bezeichnet wurde. Man ist ja wichtig, musste mit einem Handy herumlaufen. Und es kann sich aber dann auch wieder sehr schnell ins Gegenteil verkehren. Sie erinnern sich wahrscheinlich noch an die Situation, wo dann Smartphone-Attrappen existiert haben und Autotelefon-Attrappen. Das heißt, die Personen haben Plastikgeräte im Auto gehabt, weil sie halt noch relativ teuer waren. Die haben damals noch einen Schilling zwischen 30 und 60.000 Schilling gekostet. Aber man musste dann ein Telefon im Auto haben, das halt blinkt, und dann hat es Attrappen gegeben. Also das hat sich dann ganz ins Gegenteil verkehrt. Christian, darf ich einhaken? Die Google Ja, Glass bitte. ist nicht eingestellt. Ist das nächste. Die Google Glass gibt es mittlerweile in der Google Glass Enterprise Version 2, das heißt ein reines B2B-Gerät, das aber nicht so offensichtlich von Google am Markt für Endkonsumenten gepusht wird, aber es gibt sie und sie wird auch sehr häufig verwendet, aber für professionelle Anwendungen. Das heißt, ja, die gibt es nach wie vor. Aber nicht für B2C-Anwendungen. Und vielleicht gehe ich gleich auf die nächste Frage ein. Die Daten- und Übertragungssicherheit, EvoCall ist end-to-end verschlüsselt, ist natürlich GSVO-konform, gibt es auch als On-Prem-Variante in Ihrem eigenen Rechenzentrum. Das heißt, wir sind sehr flexibel, alle Security-Richtlinien zu erfüllen, haben da auch diverse Settings für zum Beispiel Kunden im deutschen Automotive-Bereich, die entsprechend hohe Security-Richtlinien haben. Wir können konfigurieren, dass nur Calls innerhalb des werksinternen Netzes möglich sind, dass die automatisch immer mitgeschnitten werden, dass kein Mitschnitt möglich ist, also kein Recording, dass nur gewisse Usergruppen von draußen nach innen telefonieren dürfen und. Also da haben wir alle Möglichkeiten. Aber alle Standard-Security-Richtlinien sind natürlich voll abgebildet in der Plattform. Eine Frage noch zu dir, Hannes, zu deiner Präsentation. Wie genau wird denn mit Workheld kooperiert? Also zum einen gibt es eine Beteiligung, derzeit eine 10-prozentige Beteiligung von der Kapsch an der Workheld. Aber was gerade passiert, ist wirklich, dass die zwei Entwicklungsteams sehr eng zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben schon erste Kunden, die Workheld verwenden und direkt aus Workheld zum Beispiel einen Evo-Call aufrufen können, beziehungsweise auch Kunden, wo über Workheld die Aufträge verteilt werden und die Mitarbeiter dann über einen QR-Code innerhalb von Workheld, einen digital generierten QR-Code auf dem Tablet, auf die Datenbrille springen können und auf der Datenbrille dann die Details Schritt für Schritt oder Checklistenanleitungen bekommen. Das heißt, das verschränkt sich wirklich auch technisch zunehmend. Bitte, noch gerne weitere Fragen. Sonst dann Hannes, könnt, oder wer hat denn gehabt die Präsentation, wo man sieht, welche Anwendungsbereiche da mit der Datenbrille, die zum Einsatz kommen, dass man die vielleicht noch mal kurz herzeigen? Ich glaube, das war ziemlich kurz drinnen. Oder dass du Die Use Cases, die typischen, aber. ja, genau, wo es vorwiegend zur Anwendung kommt und welcher Bereich oder Ich sonst schau mal, ob das die Folie ist, die gemeint ist. Schauen wir mal. das war so eine schwarze Folie von Hannes Valtera. Siehst du die, oder? Also vielleicht erläutere das grundsätzlich die Use Cases, die typischen. Entweder interner Support, das heißt über mehrere Standorte hinweg werden Mitarbeiter unterstützt, weil irgendwo die Know-how-Träger sitzen und in einem anderen Werk dieses Know-how notwendig ist. Oder zum Beispiel für Bereitschaftsdienste, das heißt, Anna kennt sich besonders gut bei dieser Anlage aus, ist aber nicht im Werk. Und damit sie der quasi die Anfahrt erspart, um dann zu sehen, naja, es war ja nur eine Kleinigkeit. Auch da wird es oft verwendet. Dann natürlich auch extern, das heißt Support durch zum Beispiel Anlagenlieferanten, damit sie in einer Produktion nicht warten müssen, bis der Servicetechniker des Anlagenlieferanten Zeit hat und anreist oder
wenn der überhaupt kommen darf derzeit, sondern dann haben Sie quasi die Brille im Werk und kriegen Remote Support vom Anlagenexperten. Oder Sie integrieren es ins Geschäftsmodell und sagen, wenn Sie Anlagenbauer sind und Sie auch das entsprechende Service weltweit zur Verfügung stellen müssen, dann können Sie quasi mit der Anlage EvoCall als Premium-Service-Paket mitliefern und Ihrem Kunden sagen, Sie brauchen dann nicht warten, dass Ihr Servicetechniker Zeit hat, angereist ist und so weiter, sondern Ihr Kunde hat dann die Brille vor Ort, setzt die auf und Sie geben entsprechend Remote-Support und rechnen das entsprechend minutengenau oder über Flatrate oder wie auch immer entsprechend ab. Das heißt, Ihr wertvolles Expertenwissen oder die wertvolle Expertenzeit von Ihren Experten kann entsprechend effizient verteilt werden. Mhm. Super. Ja, danke. Danke, danke, Hannes. Wenn jetzt keine Fragen mehr sind, wie der gerade sieht, ist im Chat nichts mehr, dann würde ich Sie noch ganz kurz bitten auf Menti. Also ich schalte mal kurz, teile mal kurz mein Bildschirm. Romana, eine Frage ist noch gekommen zu den kommerziellen Bedingungen für die Nutzung. Bitte. Hannes, würdest du was sagen? Oder? Ja, wenn ich es ganz kurz beantworten kann. Also vielleicht machen wir das auch gerne dann im Nachgang in einer One-on-One-Session. Aber EvoCall ist eine Concurrent-Lizenz. Das heißt, mit einer Lizenz können Sie so viele User, Partner, interne Mitarbeiter anlegen, wie Sie möchten. Und die können alle EvoCall verwenden. Aber wenn mit dieser einen Lizenz gerade ein Call stattfindet, dann kann halt gleichzeitig ein zweiter Call stattfinden. Das heißt, es ist eine monatliche Lizenz für das Managed Service. Da ist alles inkludiert, das heißt inklusive Hosting, alle Updates und dergleichen. Und das Ganze startet bei rund 500 Euro pro Monat pro Concurrent Lizenz mit entsprechenden Staffelpreisen. Das ist so das typische Setting, wo die Unternehmen beginnen, das zu nutzen. Und wenn das Sinn macht, dann kann man überlegen, wann man eine zweite Lizenz dazu nimmt, wann man das Ganze brandet, beziehungsweise dann auch in die eigenen Systeme integriert. Ganz grob einmal als erster Anhaltspunkt. Ja. Ja, ich denke, dass man sonst dann gern mit euch sicher per Mail oder Anruf technisch auch sicher damit euch das sich austauschen ja. kann oder so. Meetings machen kann. Ich denke, ich setze das hier zur Verfügung. Ja gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei euch zu bedanken. Danke, Christian, und danke, Hannes, für die spannende Einführung und auch für die Live-Demos. War sehr interessant. Und ich hoffe, bis ganz bald wieder. Und danke auch an alle Teilnehmer für den Besuch und bitte jederzeit wieder gerne zu unseren nächsten weiteren Webinare. Freue mich schon drauf. Vielen herzlichen Dank. Danke für die Organisation an die Silicon Alps und danke an die Teilnehmerinnen. Ja, Dankeschön. Sehr gerne. Ich auch, danke. Schönen Tag noch.